Die Zwölbe zum Gruße, Tapferecken. Wir befinden uns in Greifenfort und ab hier werde ich das immer so machen, dass wir auf die Weltkarte gehen, sehen, in welchem Gebiet wir sind. Und zwar, wir sind hier in Greifenfort. Wir sind in dem Ortsteil von Greifenfort, Greifenfort, nämlich der Stadt. Und in der Stadt stehen wir hier vor dem Prarios-Tempel. Und da ist Mieke Wollenhall. Den quatschen wir jetzt an. Denkt dran, keine Waffen und Zauberei in der Stadt. Die Zwölfe zum Gruße. Ja, das wünsche ich dir auch. Die Zwölfe zum Gruße, Rhonda und Prarios voran. Ihr sucht einen Seher namens Tristram? Lacht laut. Ich kenne nur den Rekruten Tristram. Und mit dem habt ihr leider Pech. Er wurde von Weibel Einhard mit zwei seiner Kameraden rauf ins Flusstal geschickt. Sie sollen dort ein Goblinlager ausheben. So nah an der Stadt haben die verdammten Rotpelze nichts zu suchen. Allerdings sind die Jungs schon viel zu lange weg, runzelt die Stirn. Keine Ahnung, warum Einhard der Meinung war, die Grünschnäbel würden das schon alleine schaffen. Ihr macht den Eindruck, als könntet ihr mit Problemen dieser Art umgehen. Wegen der unsicheren Straßen kann ich keinen meiner Männer entbehren, aber irgendwer muss die Jungs da rausholen. Und da ihr sowieso nach Tristram sucht, zuckt mit den Schultern, anders werdet ihr ihn vermutlich nicht finden. Und es gibt sogar eine Belohnung, wenn ihr der Stadtwache helft. Belohnung, aber Reichtum ist mir nicht Die wichtig. Zwölfe mit dir. Kampagnenquest. Juhu. Also das ist eigentlich die sechste Hauptstory, weil die erste Reise nach Greifenfort halt sowieso gemacht werden muss, aber sie geht halt vorher nicht. Darum hört sie eigentlich zu. Also man kann sagen, es ist eigentlich die siebte Hauptstory. Ja, wir helfen ihm auf jeden Fall. Dann gehen wir mal dahin. Dafür müssen wir hier nach Norden und zwar hier raus. Man sieht schon, es gibt mehrere Ausgänge. Hier drei Stück und hier hast du auch nochmal drei Stück. Ah ne, vier sogar. Also sieben Ausgänge hat Greifenfort. Recht großes Anfängergebiet. Also Neverstal und Greifenfort kostet gar nichts. Für diejenigen, die das noch gar nicht gespielt haben. Diese Gebiete sind direkt frei und das Balio kostet nur 50 Dukaten. Die habe ich ja jetzt gleich schon in einer Stunde zusammengespielt. Also Geld ist eigentlich gar kein Problem im Spiel. So, da sind wir raus. Und hier rechts ist das Lager dieser Goblins. Man sieht das so ein bisschen. Kann ja nochmal hoch auf die Weltkarte gehen. Hier, diesem Gebiet im Norden sind wir raus. Nach dem Flusstal. Und den da vorne werden wir jetzt direkt mal eine döngeln. Ich sollte mir schnellstmöglich den Axrelatus Blitzgeschwindzauber holen, da ich ja sowieso ein Magier bin, weil ich elfig bin. Der ist nämlich ziemlich praktisch. Der macht die Attacke und die Parade höher. Ich glaube, das werde ich hier nach dem Video mal machen. Ah, ist mich am Ruckeln, oder? Stirb, dreckiges Gesindel. Ein Goblin-Häuptling. Na komm, hau ihn um. Wo liegt das Problem? Na also. Alles mitnehmen, eine Säge hat dabei. Ängstlicher Die Rekrut. Zwölfe zum Gruße. Tristram! Ja, das bin ich. Schluckt. Was wollt ihr denn von mir? Starrt entsetzt auf deine Hand. Ah, das Zeichen! Wird bleich. Wo immer es auftaucht, folgen Tod und Verderbnis. Damit will ich nichts zu tun haben. Geht weg von mir. Das schwarze Mal. Wie bei, ist es Flut der Karibik. Die Zwölfe mit dir. Die Zwölfe zum Gruße. Den Zwölfen sei Dank. Viel länger hätten wir das nicht ausgehalten. Ihr glaubt gar nicht, was die uns zu essen gegeben wollten. Man muss es mit den interessanten Erfahrungen auch nicht übertreiben. Das Goblin-Lager habt ihr ja nun geräumt und wir werden sicher schon vermisst. Dann machen wir uns lieber schleunigst auf dem Rückweg, damit sich keiner mehr Sorgen macht. Die Zwölfe mit Nichts wie dir. weg hier und meine Entlassung werde ich beantragen. Mistviecher, verdammte! Ja. Friede, ich will mit dir reden. Gleich als meine unvernünftigen Kinder diese Blankhäute ins Lager brachten, habe ich gesagt, dass jemand kommen würde, um sie zu befreien. Doch Orvar Pala wollte nicht auf mich hören.
Nun liegt sein Bruder in seinem Blut und unsere Reitschweine sind tot, seufzt Schwer. Dass du die Rekruten befreit hast, sei dir verziehen. Die Schweine jedoch waren für das Überleben des Stammes wichtig. Zahle Blutgeld oder wir werden uns im Kampf begegnen. Gib mir 5 Silberstücke für jedes Schwein und du sollst unbeschadet von dann ziehen. Also er will 1 Dukaten von mir. Sollte eigentlich nicht das Problem sein, aber die haben mich angegriffen, nicht umgekehrt. Ich habe mich verteidigt. Und deswegen kriegst du gar nichts von mir. Stopp, Schaman. Du hast es so gewollt. Also ich habe auch nicht herausgefunden, dass wir da irgendwie was kriegen, wenn wir sie am Leben lassen, das Geld geben, dass da irgendwie eine andere Quest aktiv wird. Vielleicht ist das irgendwie noch gedacht in der Zukunft. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber wenn, dann werde ich da ja bestimmt ein Video schön zumachen. So. Ja, also ich glaube, es lag an dem Gebiet, weil hier ist schon wieder etwas flüssiger. So, und dann wieder zurück zum Mieke vom Prarios-Tempel. Da steht er. Die Zwölfe zum Gruße. Ah, da seid ihr ja. Gute Arbeit. Die 3 Burschen sind bereits zurück und haben von eurer Tat berichtet. Habt ihr mit Tristram reden können? Er wirkte ziemlich durcheinander. Lasst mich kurz nachdenken, wo er stecken könnte, wenn ihr nochmal mit ihm sprechen wollt. Und habt Dank für eure tatkräftige Unterstützung. Hier ist die versprochene Belohnung. Ihr habt sie euch verdient. Die Zwölfe mit dir. Du hast dafür gesorgt, dass die Rekruten wohlbehalten nach Greifenfort zurückkehren konnten. Yay, Mission accomplished. Bis demnächst, euer Chojin.